Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe was bekommen für, ich glaube, 3 oder 4 Wochen zum Testen. Müsste hier in den Papieren stehen. Danach muss ich es leider wieder zurückschicken. Ich werde hier trotzdem irgendwo Werbung einblenden, weil die Rechtslage ja immer ein bisschen schwammig ist. Wireless, Portable, Drahtlos, Bluetooth, Leihweise, DPD, Freihaus, cool. Ich brauche den nicht weg, die machen das über DPD. Das ist gut. Kann ich euch auch mal zeigen, weil viele fragen sich dann immer. Ja, seht ihr das? Leihweise. Das steht, also entweder steht leihweise oder leihweise oder befristete Probe oder so. Kommt von Firma zu Firma an, was da drauf steht. Meine Frau freut sich schon, weil der Karton darf ja dann nicht weggeschmissen werden. Der muss dann wieder aufgehoben werden für die 3-4 Wochen. Da freut sich meine Frau immer, weil das dann immer hier rumsteht. Wenn es nur der eine wäre. Ja, es sind halt... Was soll ich denn machen, Hasse? Ich kann ja nichts dafür. Ich bin unschuldig. Ich habe nur eine Anfrage gekriegt und habe gesagt, ja. Weil die sahen geil aus. Ich muss erst mal gucken, wo die jetzt hier aufgemacht werden. Ich glaube hier. Ja. Ja, das ist ein etwas längeres Unboxing, weil ich muss wirklich komplett unboxen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausgepackt, nichts. Oh, die Verpackung sieht geil aus. So, und die werde ich dann nachher nämlich gleich testen, wenn ich die Videos bearbeite. Und zwar Biodynamic. Sind das? Seht ihr das? Ja, seht ihr. Die wollen wir jetzt unboxen. Ah, da gibt es auch eine App für Google Play und im App Store. Okay. Das war noch zugepackt, original. Hoppala. Ich war ja früher gar nicht so begeistert von diesen Bluetooth-Dingern und Wireless und was weiß ich. Und seit ich da meine Logitech für die PlayStation habe und die Ultrasound und vor allen Dingen die Ultrasound jetzt in der Bluetooth-Variante mit diesem Adapter und ich kein Kabel habe, weil meine Kopfhöreranschluss genau neben da ist, wo die Maus ist und ich habe nicht viel Platz. Meine Arbeitsfläche per Laptop ist halt nur 80. Habe ich Bluetooth und Wireless echt schätzen gelernt, muss ich dazu sagen. Oh. Oh. So, dann haben wir hier Bionic Dynamic. Ah, hier ist so ein großes Heft, wo steht alle drinne in verschiedenen Farben. Garantie. Hier steht dann so was zur Garantie. Hier haben auch ewig lange irgendwas, hatte ich mal was gelesen. Wireless. Hier haben wir dann auch nochmal. Wie es angeht, wie es aussieht. Auch in verschiedenen Sprachen. Und was haben wir hier noch? Achso, das ist zur App. Da kann man ein Profil erstellen. Okay. Okay, okay, okay. Kann man das über... Ah. Sieht jedenfalls sehr interessant aus. Das werde ich mit der App dann am Handy auch mal testen. Und da haben wir hier so ein... Jute ist das nicht, oder? Hast du das ein Jutebeutel? Nee, ist kein Jutebeutel. Ist halt ein Beutel. Aber richtig dicker Stoff. Und dann haben wir hier oben so ein... Seht ihr das? So einen silbernen. Den kann man dann zumachen.
Dann kann man sich die Kopfhörer mitnehmen. Fallen auch nicht raus. Also Verarbeitung, also wenn die Kopfhörer nur halbwegs so gut verarbeitet sind wie hier drumrum, dann ist das schon mal toll. So, dann haben wir die Kopfhörer. Hier ist das Styropor, das ist mir gerade abgegangen, das war hier zwischen den Kopfhörern. Und hier haben wir dann noch einen, ach, hier ist noch ein Reißverschluss. Nee, ist kein Reißverschluss. Doch, ein Reißverschluss. Und da haben wir dann noch Kabelei. Ach, hier unten ist auch Pappe drin, damit es so ein bisschen stabilisiert ist. Und da haben wir jetzt einmal ein... Oh, cool. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Das ist ein USB-C. Also die sind schon auf USB-C. Aber da seht ihr das? Das ist so eine Schutzkappe, die kann man abmachen, damit USB-C nicht verdreckt. Also das ist das allererste Mal, dass ich sowas sehe, dass USB-C eine Schutzkappe drauf hat. Und USB-C hat halt den Vorteil, dass es wirklich schnell, sehr schnell, extrem schnell laden kann, Geräte. Also da mein Handy ist USB-C, also das ist abnormal, wie schnell das ist. Und dann haben wir hier noch so einen Klinkenstecker. Wie gesagt, ist ja auch nur Stereo, ja, für Ton. Da, aber ohne Bedienfeld oder irgendwas dran, brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht aus. Na, packen wir einfach mal aus. Ich will jetzt sowieso im Bluetooth-Bereich benutzen und hier seht ihr, dass da zwei schwarze Kreise drumherum sind. Ja, so seht ihr halt besser. Hier oben einer und hier unten. Das seht ihr schlecht, aber es sind zwei und zwei heißt Stereo. Wenn jetzt drei wären, wäre der dritte, die dritte Abteilung halt für Mikrofon, aber ist halt Stereo. Wenn nur ein Strich ist, logischerweise Mono. Also passt da auf, wenn ihr irgendwie Adapterkabel oder Klinkenkabel holt für Headsets, für Kopfhörer oder wenn es bei euch mal kaputt ist. Es gibt ja viele, die sowas auch anbieten als Ersatz. Wenn ihr Stereo haben wollt, dann passt bei dem Klinkenstecker auf, dass da zwei von diesen schwarzen Kreisen, also von diesen Umrandungen da drin ist. Weil so, wenn nur einer ist, ist es nur Mono. Habt da keine Freude dran. So, dann haben wir hier das, oh, das Headset. Das war jetzt hier gedreht, so. Aus Metall. Also hier geht nur ein dünner Kabel ab und das ist der. Naja, wenn man damit irgendwo hinbleibt, ist auch doof, aber ich glaube nicht, dass da was passiert. Denn hier ist das, kann man kippen, logischerweise drehen und das ist echtes Metall. Ich mache ja schon wieder Hardware, nicht nur Unboxing, Hardware mache ich ja auch gleich schon wieder hier drin mit. Und so weit hoch gehen sie denn? Aber das machen wir später separat im Video nochmal. Ich mache viel zu viel gerade im Unboxing. Aber ich wollte mir die jetzt unbedingt auch mal genauer angucken, weil die sehen echt geil aus. Bin mal gespannt, wie die Soundqualität nachher ist. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns gleich nochmal im Hardware-Video wieder, was ich ja jetzt hier eigentlich schon fast mitgemacht habe. Aber da gucken wir uns das nochmal genauer von der Optik an und wo da Schalter sind, wo Löcher sind, wo was weiß ich ist und danach ja, werden wir mal anschließen per Bluetooth am Laptop und mal gucken, was da passiert. So, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.